Meine lieben Schützen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2024. Gesundheit, Glück und Liebe im Überfluss und dass eure Träume und Wünsche in diesem Jahr in Erfüllung gehen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser allgemeinen Legung zur Liebe und zum Wunschpartner für euch im Januar. Ich bin gespannt, was ich euch da für schöne Botschaften überbringen darf. Bitte bedenkt, allgemeine Legung, Personenkarten sind geschlechterneutral. Jeder von euch ist gerade in seiner ganz eigenen Situation und jeder von euch geht auch seinen ganz eigenen Weg. Von daher können diese Legungen nicht zu 100% für jeden von euch stimmig sein. Aber zu 100% garantiere ich euch, dass die ein oder andere Botschaft, der ein oder andere Tipp, wenn nicht sogar das ganze Reading zu eurer Situation passt. Falls ihr in einer Situation seid, in der ihr denkt, Mensch Aurora, schau doch mal ganz persönlich für mich in die Karten, dann dürft ihr gerne unter dem Video in die Infobox gehen. Da ist meine Nummer, da könnt ihr mich per WhatsApp anschreiben. Wir telefonieren und besprechen, wie ich euch begleiten darf, was ich für euch tun darf. Jetzt gehen wir aber in die Energien für den Januar zum Thema Liebe und Wunschpartner. Wie immer als erstes mit den Feen-Tarot-Karten lege ich 5 Überschriften, 5 Hauptenergien für den Januar und auf die gehe ich dann ganz genau ein mit dem Licht- und Schattentarot von Chris N. Und heute kommen auch noch ganz verschiedene andere Orakelkarten zum Einsatz. Ich bin gespannt, was ich euch erzählen darf. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Dann starten wir los mit den 5 Hauptenergien zum Thema Liebe und Wunschpartner im Januar 2024. Welche Hauptenergien, welche Hauptüberschriften zum Thema Liebe und Wunschpartner für meine Schützen, für meine Schützen sind im Januar wichtig. Und da haben wir sie auch schon, das ging jetzt echt ratzfatz. So, fangen wir an mit der ersten Karte, die Welt. So, können wir schon aufhören, ne? Die Welt sagt strahlender Erfolg. Die Freiheit auch für euch, sich in jede beliebige Richtung zu entscheiden. Eine Reise, die jetzt abgeschlossen ist. Also ankommen in der Liebe. Mega als erste Karte. Die 9 des Herbstes. Belohne dich selbst auch mal für alles, was du in der letzten Zeit so geleistet hast. Nimm dir eine kleine Auszeit, gönn dir vielleicht mal ein Wellness-Wochenende oder einfach nur eine Badewanne bei Kerzenschein, schöner Musik, ein Glas Wein, ein Glas Sekt, eine Cola, je nachdem, was du gerne trinkst. Und genieß einfach auch mal das zur Ruhe kommen und mal Zeit für dich alleine zu haben. Hast du dir definitiv verdient. Die 10 des Herbstes ist eigentlich eine Finanzkarte, kommt witzigerweise in dem Monat ganz häufig vor, dich beschützen. Das, was du geleistet hast, beschützen. Für dich einstehen, deinen Weg gehen. Ja? Dir nicht reinreden lassen, sondern für deine Träume einstehen, deine Träume wichtig nehmen und diese auch zu beschützen. Lass es nicht zu, dass andere dir deine Wünsche, deine Ziele oder Träume zerreden mit schlechten Energien. Du musst wissen, wenn einer sagt, das geht nicht, das klappt nicht, dann zeigt er dir seine Grenzen auf, nicht deine. Also beschütze deine Ideen, deine Visionen und deine Träume vor irgendwelchen negativen Gedanken, Einflussnahme oder sonst etwas. Die Hohepriesterin. Super schön, die Intuition zu haben, dass alles, was du machst, genau richtig ist. Das Vertrauen in dich selbst. Vielleicht mal in die Ruhe gehen, das kannst du auch sehr gut mit dem, nimm dich mal raus, um deine innere Stimme zu hören, auf deine Intuition zu lauschen,
Was sagt dir dein Gefühl? Die Hohepriesterin zieht ihre Energie aus ihrem Inneren, ja? Die weiß, was sie kann, die weiß, was sie möchte und die weiß, wie sie an ihr Ziel kommt. Also das ist eine Energie, wenn du in diese im Januar kommst, kannst du alles erreichen, da steht dir nichts im Weg. Zusammen mit der Welt, ja, liegt dir die Welt zu Füßen. Die 6 des Herbstes, lauter Herbstkarten heute bei euch. Das Gute, das du tust, kommt zu dir zurück, sagt diese Karte. Also wenn du geduldig warst, wenn du mitfühlend warst, wenn du jemand dein Vertrauen, deine Liebe geschenkt hast, dann ist es jetzt im Januar an der Zeit, dass du sie zurückbekommst. Du wirst dieses alles wieder bekommen, was du gegeben hast. Das ist super, super schön. Gerade in der Liebe ein super Zeichen. Oftmals weiß ich ja aus meinen persönlichen Readings von euch auch, gibt man. Man ist geduldig, man wartet, man ist mitfühlend, man verzeiht, man gibt neue Chancen und hat das Gefühl, da kommt aber gar nichts zurück. Das wird sich ändern im Januar. So, der strahlende Erfolg, die Welt. Was darf ich euch dazu sagen, zu diesem strahlenden Erfolg? Da hätte ich gerne 3 klare Botschaften, 3 Aussagen von der geistigen Welt zu der Welt. Kommt gleich ein ganzer Haufen geflogen, okay. Muss sie erstmal umdrehen, jawohl. Da seid ihr noch so in der Hab-8-Position, ne? Euer Ist-Zustand. Ihr traut dem Ganzen noch nicht so ganz. Ihr beobachtet. Ihr habt ein Messer in der Hand, um euch zu schützen. Tu mir weh und ich stech dich ab. So ungefähr. Ja? Beobachtungsposition. Nicht wirklich vertrauen. Eher so auf der Hab-8-Stellung seid ihr im Moment noch. Aber das ändert sich schlagartig. Der Turm bringt eure alten Muster, euer altes Gedankengut zum Einsturz. Ja, ganz schlagartig ändert sich da etwas. Du kommst auf den Trichter, nö. So möchte ich eigentlich nicht weitermachen. Ich möchte nicht in dieser Beschützerfunktion verharren, in diesem Beobachten, in diesem Gefühl des Misstrauens und der Sorge und der Angst stecken bleiben. Das kommt ja jetzt im Januar wie ein Blitzschlag in den Sinn. Wir gehen ja jetzt auch auf ein Sonnenjahr zu. Wir kommen wieder ins Vertrauen. Neptun ist bei uns, die Verwirrung geht raus. Wir dürfen wieder träumen und sehen wieder klar. Und das passiert bei dir. Du siehst endlich klar. Und was habe ich gerade gesagt? Du erkennst, so möchte ich nicht weitermachen. Du verscheuchst hier die ganzen dunklen Gedanken, ja? Und gehst auf die Sonne zu. Du möchtest einen neuen Weg bestreiten. Einen neuen Weg, der dich ins Licht führt, zu dem, was du dir wünschst und vorstellst. Tja, wo habe ich gesagt? Wo habe ich gesagt, gehst du drauf zu? Auf die Sonne. Die Sonne, die Erfolgskarte, fällt auf die Welt, die Erfolgskarte. Also in der Liebe kommt etwas sehr, sehr Schönes auf dich zu, was dich strahlen lässt, ja? Was dich strahlen lässt, die Arme hochwerfen und im Vertrauen sein, vor allen Dingen, ja? Im Vertrauen sein, dass da etwas Schönes, Reines auch ist. Die Sonne ist ein reines, helles Licht, ja? Superschön, die Sonne auf die Welt. Da kommt etwas, ja, damit hättest du nicht gerechnet. Du bist ja hier noch so in der Position, nee, schau ich mir erstmal an, ne? Kann ja gar nicht sein. Aber da gehst du raus im Januar, da bewegst du dich raus, du willst dieses Gefühl von Freiheit, von Wärme, von Geborgenheit, was die Sonne bedeutet, haben. Die Belohnung, was ist denn die Belohnung auch für dein Weitergehen, ja? Für dieses, aus diesen alten Mustern, da ist einer umgedreht, aus diesen alten Mustern, in denen du noch feststecktest, rausgehen, weitergehen, nach vorne schauen. Was ist die Belohnung für diesen Wandel in dir? Da hätte ich gerne noch eine oder 2 Botschaften. Was ist deine Belohnung?
Hoppa, passapatou. Gut, die sind alle weg und die ist da. Geil. Entschuldigung, den Ausdruck. Der Herrscher. Der Herrscher ist eine Energie, der weiß genau, was er möchte. Dieser Mensch, dieser Herr, diese Dame, ihr Männer, ihr dreht es euch um. Der kennt seinen Weg, der herrscht. Der gibt auch gerne mal den Ton an. Ist aber auch liebenswürdig auf seine Art, greift einen gerne unter die Arme, steht im Leben, weiß, was er will. Manchmal ein bisschen starr in seinen Ansichten, mag sich nicht gerne reinreden lassen in seinen Weg, in seine Denkart, aber auf jeden Fall gefestigt. Das ist kein Page, es ist kein Ritter, das ist jemand, der weiß, was er will. Naja, gerade habe ich Page gesagt, da kommt er. Aber dieser Herr oder diese Dame verliebt sich. Ja? Da kommt Liebe auf euch zu. Wenn ein Herrscher sich verliebt, jemand, der im Leben steht, der weiß, was er will, Schmetterlinge im Bauch kriegt, dann hebt er dich aber auch hoch zu den Sternen, ja, weil der ist geerdet. Ein geerdeter Mensch mit Schmetterlinge im Bauch ist das, worauf man sich verlassen kann, was Stabiles, ja, das ist nichts, nicht, wo man nicht weiß, wo man dran ist. Das kommt auf euch zu. Vielleicht auch mit der Erkenntnis, ja, ich möchte nicht mehr in dieser Position bleiben. Ich möchte ins Licht, in die Sonne gehen. Und da geht jemand mit euch. Entweder lernt ihr den Herrscher kennen, ja, ihr traut euch wieder rauszugehen, Spaß zu haben. Er sagt, nee, ich öffne mich wieder für die Liebe. Ich höre auf, so in dieser Hab-Acht-Stellung zu verweilen, denn ich möchte die Sonne in mein Leben bekommen. Und dann kommt jemand auf euch zu, der steht im Leben, der imponiert euch, denn ein Herrscher ist eine imposante Person, zu der schaut man auf. Und dann kommt noch die Verliebtheit dazu, ja? Und die Liebenden. Das ist eure Belohnung, ja? Hier. Das ist die Belohnung, die auf euch zukommt in der Veränderung, die ihr auch durchmacht, euch zu öffnen. Ob der Herrscher schon da ist oder wiederkommt, werden wir sicher in den nächsten Karten noch sehen. Aber hallo, die Welt, die Sonne, die Liebenden, das Verliebtsein und der Herrscher, können wir eigentlich schon aufhören. Super schöne Energien für den Januar. Ich muss mal die Tarotkarten rechts legen. Ich gucke nämlich immer nach rechts und greife nach rechts. Und die liegen auf der falschen Seite. Unglaublich. So, die 10 des Herbstes. Was darf ich euch zu den 10 des Herbstes Schönes sagen? Hätte ich gerne noch 2 Botschaften für meine Schützen. Okay, es sind wieder ganz schön viele. Muss ich die in der richtigen Reihenfolge suchen. 4 der Stäbe. Leichtigkeit soll wieder in dein Leben kommen. Genau daraus. Mit einem Schlag hast du wieder Lust, rauszugehen, was zu unternehmen, dich draußen zu zeigen, ja, und dich nicht mehr zu verstecken. Ich gehe raus, ich habe Spaß, ich habe Lebensfreude. Das ist dein Motto im Januar. Ja, passt herrlich, ne? Schaut euch an. Page der Stäbe. Bewegung, Aktion. Ich will jetzt. Ich will jetzt leben. Ich gehe nach vorne, ich schaue nach vorne, ich möchte das Leben wieder genießen. Raus aus dieser Mäßigkeit. Aus dieser Mäßigkeit zwischen Licht und Schatten. Raus aus diesem On-Off, On-Off. Wenn ihr das gehabt habt mit einer bestimmten Person, dann wollt ihr da raus. Da habt ihr keinen Bock mehr drauf. Ihr seid auch in einer Energie. Ihr dreht euch ja um und geht einen anderen Weg. Ihr sagt, hey, pass mal auf. Ja, ich habe auf die Scheiße keine Lust mehr. Auf dieses, ich melde mich nicht, ich melde mich nicht. Ja, ein Tag scheint für mich die Sonne, am nächsten Tag bin ich todtraurig. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Ihr werdet euch bewegen. Ihr wollt in diese Leichtigkeit rein. Ihr wollt nicht mehr in dieser Hab-Acht-Position oder in dieser Warteposition verbleiben, ja. Und ihr bewegt euch nach vorne.
Der Ritter der Münzen, der bewegt sich nach vorne. Der bleibt nicht mehr stehen und das macht ihr auch nicht mehr. Wir haben hier zweimal die Bewegungskarte liegen und ihr gebt das Alte ab. Das, was euch noch gehindert hat, hier auch zu vertrauen, ja, dieses Gefühl, immer auf dieser Hab-Acht-Stellung zu sein, meint er das ehrlich? Meint er mich? Ah, der betrügt mich doch bestimmt nur. Ah, der liebt mich nicht wirklich, der sagt das nur. Das geht raus. Diese ganzen alten Muster hier, ihr seht es, das, was euch noch festhält, das schüttet ihr in dieses tiefe Loch aus. Zwar traurig, weil Loslassen hat immer einen gewissen Schmerz mit sich, aber da hinten ist noch ein voller Kelch. Und den wollt ihr jetzt ausschöpfen. Nicht mehr diesen alten Mist, der euch noch belastet. Ihr wollt im Jahr 2024 ganz neu durchstarten. Die Hohepriesterin, ja, genau, das ist die Energie, die ich gesagt habe, in die ihr jetzt kommt. Ihr wisst jetzt genau, was ihr wollt. Was darf ich zur Hohepriesterin sagen? Hätte ich gerne auch drei Botschaften zur Hohepriesterin. Was ist da so Sache? Was geht da? Was darf ich da berichten? Drei Botschaften, drei klare Antworten hätte ich da gerne. Scheint so, als hätte die geistige Welt zu der Karte gar nichts mehr zu sagen, denn sie spricht für sich selbst. Ich mache jetzt noch zwei Durchgänge. Eine doch. Gut, kam doch noch was geflogen. Ja, die Hohepriesterin hat ihren Part gelernt. Ja, war eine Lernaufgabe auch für euch im letzten Jahr. Zu euch zu stehen, ja, euren Weg zu gehen. Nicht mehr zurückschauen, das Alte loslassen, wieder in die Lebensfreude kommen, sich nach vorne zu bewegen. Das ist eine Lernkarte. Und das habt ihr gelernt. Ihr seid reifer geworden im letzten Jahr. Schaut her. Ihr seid zur Königin der Kelche geworden. Ihr seid jetzt auch bereit, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Und zwar reine Liebe, ohne dieses Misstrauen da noch, sondern ihr seid in euch gewachsen. Ihr ruht jetzt in euch selbst. Die Königin der Kelche ist spirituell. Sie weiß, wer sie ist. Sie gibt wahnsinnig viel Liebe. Sie verwöhnt gerne Kelchenergie. Ja? Superschön. Das seid ihr jetzt. So seid ihr gewachsen. Von dem zu dem. Die Königin der Kelche auf der Hohenpriesterin, ja, eure Reise, euer Wachstum ist im Moment abgeschlossen. Ihr habt etwas gelernt. Ihr schaut noch so ein bisschen, ja, verträumt in die Zukunft. So ganz seid ihr in diesem Monat noch nicht bereit, vor die Tür zu gehen. Ihr habt eure Träume, ja. Eure Sehnsüchte, eure Wünsche, ihr habt den Stab auch in der Hand. Aber ihr werdet noch ein bisschen zögern. Also es wird nicht gleich morgen passieren, dass ihr da rausrennt und die Welt erobern wollt. Aber ihr werdet gehen, definitiv. Denn da kommt ja auch hier, ne, die Liebe auf euch zu. Der Herrscher, der verliebte Herrscher, die Liebenden. Mega schöne Kombi. Die Welt und die Sonne noch, ne? Die Sechs des Herbstes. Was darf ich zu den Sechs des Herbstes denn noch erzählen? Ja, Tod und Wiedergeburt. Das Alte darf gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Eure Transformation. Der Tod mit seinem roten Umhang und in das Gesicht der Sternenhimmel mit dem Wunschstern oben. Ihr macht eine Transformation durch, hin zur Königin der Kelche, hin zur Hohenpriesterin. Ihr Männer, ihr wisst, ihr dreht euch um. Ihr kommt in eure Mitte, in euren Frieden, in das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein wieder zurück.
Ihr werdet erkennen, wie toll ihr seid und dass ihr genau richtig seid, so wie ihr seid. Und das macht auch sexy, kann ich euch sagen. So eine Energie, so ein in sich Ruhen, ja, das macht sexy. Ja, hier nochmal so das Zögerliche, ne? So ganz traut ihr dem Braten noch nicht, schaut euch das Gesicht dann so, gehe ich über diesen Zaun, ja oder nein, soll ich nicht, aber der Zaun ist schon ganz klein. Der war mal hier oben, ne? Bei der Energie war der Zaun über eurem Kopf, da habt ihr durchgespiegelt, konntet euch aber nicht bewegen. Aber das ist jetzt ganz anders und ihr werdet diesen Schritt machen. Ihr geht über diesen Zaun, Page der Münze, ihr habt euren Schatz in der Hand. Ist auch so eine 50-50-Karte. Einige von euch werden vielleicht im Januar noch nicht so weit sein. Erst in diese Energie kommen, ja. Langsam das zurücklassen, Stück für Stück den Zaun ein Stück tiefer machen. Aber bei einigen sehe ich die Entwicklung dahingehend, dass sie schon bereit sind, rauszugehen und das Leben in die Hand zu nehmen. Und dann darf dieser Herr auf euch zukommen. Denn dann seid ihr auch bereit, mit der Königin der Kelche zu nehmen. Wenn ich nicht in meiner Mitte bin, bin ich auch nicht bereit zu nehmen. Und wenn ich mit mir selbst nicht glücklich bin, kann ich auch kein Glück empfangen. Das muss euch auch immer ganz klar sein. Kein anderer Mensch kann euch glücklich machen, wenn ihr mit euch selbst nicht glücklich seid. Dieses Loch kann keine andere Person ausfüllen und dafür ist sie auch nicht da. Der andere Mensch, das Gegenüber, ist dafür da, um mit euch zusammen glücklich zu sein, Glück aufzubauen, aber nicht um euer Unglücklichsein in euch selbst zu füllen. Das geht nicht, das schafft keiner. Das könnt ihr von keinem erwarten. Denn wenn das Loch in euch drin ist, da kann der reinstopfen so viel, wie er will. Es wird immer eine Unzufriedenheit da sein, etwas, was euch fehlt. Und darum euer Lernprozess, in euch selbst, mit euch selbst glücklich zu sein. Und dann kann das alles auf euch zukommen. Wir haben ja noch die letzte Rauhnacht. Darum kommt jetzt auch noch mal zum letzten Mal bis Dezember die Rauhnachts-Orakelkarten zum Einsatz. Und da hätte ich auch gern eine Botschaft für euch. Was darf ich euch da noch Schönes mit auf den Weg geben? Sich öffnen. Da, habe ich doch gerade gesagt. Ne? So, sich öffnen. Meist ist unser Geist zumindest teilweise verschlossen. In den Rauhnächten ist es jedoch besonders leicht, unsere inneren Tore ein wenig zu öffnen. Diese Öffnung kann dein Leben enorm positiv verändern. Versuch einmal ganz bewusst, alles, was du wahrnimmst, nicht zu bewerten und zu beurteilen. Die passt jetzt wieder mal sehr, sehr schön. Welche Energie begleitet euch denn im Januar? Was ist so eure Hauptenergie, euer Hauptantrieb für diesen Monat? Da hätte ich auch gerne ein oder zwei Karten. Eine. Ja. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. Mann, die Karten sind heute wieder so eindeutig, die sprechen miteinander, das ist unglaublich, sage ich die ganze Zeit. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. Hier, ne? Schütte den alten Käse in das Loch, das ist dir nicht mehr dienlich, das kannst du nicht gebrauchen. Das hindert dich am nach vorne schauen. Erinner dich an die schönen Momente und lass sie los. Sie sind weg, sie kommen nicht zurück. Schau nach vorne. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. So, was sagen denn die kleinen Herzorakelkarten zu eurem Herrscher hier und dem Page und der Liebenden? Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Zeit. Ja, vielleicht hast du hier immer versucht, ja, etwas zu erreichen, warst so ein bisschen grrr, ja, und jetzt lässt du los. Du lässt los und schaust für dich auch selber nach vorne. Auf jemanden warten ist okay.
wenn man sich dabei bewegt. Wenn man wartet und sich nicht bewegt, ja, so nach dem Motto, ich bleibe hier stehen, der kommt wieder, dann ist das keine gute Ausgangssituation. Ihr könnt auf einen Menschen warten, aber geht nach vorne, geht euren Weg, bleibt nicht stehen. Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Die Hohepriesterin, die weiß, wie sie ihre Träume umsetzt. Und ihr werdet es im Januar auch wissen, denn das Alte wird einstürzen. Ihr werdet bereit sein für etwas ganz Neues. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Wow, ne? Loslassen, loslassen. Öffne dich, lass die Vergangenheit los. Loslassen, loslassen. Eure klare Botschaft. Lass Dinge los, die dir nicht gut tun und die dich hindern, die dich ausbremsen. Lass sie bitte, bitte los. Gut. Zum Abschluss. Das Universum sagt dir, was möchte das Universum dir denn jetzt noch ganz konkret mit auf den Weg geben? Was ist da die Botschaft? Was möchte das Universum sagen? Ja, das sind ein bisschen viele. Wie viel sind das? Okay, 3. Gott, können wir, soll man, nehmen wir. Meine Kraft erschafft meine Wirklichkeit. Das, worauf ich mich konzentriere, ist das, was ich verwirklichen werde. Manifestation, ja? Meine Kraft erschafft meine Wirklichkeit. Das, worauf ich mich konzentriere, ist das, was ich verwirklichen werde. Die Welt und die Sonne, den Erfolg, die Liebe, die Verliebtheit. Ein Mensch, der zu dir steht. Hoppala. Danke, Universum, dass du mir hilfst, meine Ängste zu überwinden. Danke, dass du meine Wahrnehmung vertiefst, damit ich erkennen kann, was das höchste Gut ist. Ihr seid nicht alleine bei diesem Weg, ja? Die geistige Welt ist immer da, um euch zu führen. Ihr habt da eine Lernphase hinter euch gebracht, beziehungsweise ihr werdet sie abschließen. Und meine Fähigkeit, mich auf die Kraft der Liebe einzulassen, gibt mir die richtigen Worte, wenn ich das Wort ergreifen will, das nötige Mitgefühl, wenn es Zeit ist zu vergeben und die Kraft, die ich brauche, in Momenten der Verlorenheit. Das ist die Hohepriesterin. Die Fähigkeit, mich auf die Kraft der Liebe einzulassen. Die Fähigkeit, die richtigen Worte zu finden, wenn ich sie brauche. Das nötige Mitgefühl, wenn es Zeit ist zu vergeben. Und die Kraft, die ich brauche in Momenten der Verlorenheit. Aber aus der Verlorenheit, meine Lieben, geht ihr jetzt raus. Ihr wisst im Januar ganz genau, was euer Weg für dieses Jahr ist. Super schöne Botschaften für euch, finde ich. Ich hoffe, ihr lächelt. Ich hoffe, ihr spürt die Kraft, die jetzt bei euch beginnt, wach zu werden, ja, das Alte zum Einstürzen zu bringen, damit ihr nach vorne schauen könnt in diese Liebe, die da auf euch zukommt. Ja, wenn ihr noch einen Schützen im Freundesbekanntenkreis habt, teilt dieses Video herzlich gerne. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, ich antworte immer. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr mich nicht. Kommen ja auch die Tagesbotschaften raus. Entschuldigt. Und es kommt jetzt auch wie jeden Sonntag, du und dein Gegenüber, morgen raus. Eine Gegenüberstellung. Was ist bei dir los? Was ist bei deinem Wunschpartner, Herzensmensch gerade angesagt? Ich drücke euch jetzt, ich schicke euch jetzt ganz, ganz viel Kraft und Liebe für euren Weg. Sage auch hier noch einmal Dankeschön für das vergangene Jahr. Danke, dass es euch gibt. Danke für euer Vertrauen. Ich habe so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen durch eure Nachrichten, durch die persönlichen Readings, durch die persönlichen Gespräche. Und ja, ich möchte euch nicht mehr missen. Ihr seid ein Teil meines Lebens.
der mich sehr, sehr glücklich macht. Danke dafür. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Januar. Bewegt euch. Tschüss.